So, moin zusammen. Schön ruhig anschleichen. Erstmal gucken. Könntet ihr natürlich auch alle herausfordern. Töte taumelnde Gegner. 0 von 3. So. Besiege die Mongolen. Da trainiert irgendwie einer. Ja, ich weiß noch nicht. Ich würde gerne aufs Dach und vom Dach aus dann, wie in diesem Video, einen Böller schmeißen. Und dann alle wegschnetzeln. Und die sind schon aufgebracht. Ja, sein Kumpel angerempelt. Kann es eigentlich auch nicht sein, ne? Na komm. Und ihr habt das nicht mitbekommen. Das ist aber schwach, Leute. Oha, der ist hier hinten rausgeflogen von der Wucht. Hörner? Da muss man gut zu Fuß sein, wenn man irgendwie mit wenig Wachen alles abdecken soll. Immer noch kein Punkt, wo ich mich jetzt endgültig reinschleichen möchte. Ich glaube hier. Oh, ich glaube da. Hundeklappe. Da leg sie nieder. Okay. Jetzt ist hier wieder Aufregung. Das war nicht gut. Auf keinen Fall wie geplant gewesen. Den könnte ich irgendwie mal rauslocken. Nee.
Ach, ich weiß es doch auch nicht. Auf zum Dicken. Ist der denn auf dem Turm oder was? Hoch, 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 hoch. Da ist einer im Haus. Verdammt nochmal, ey. So, nein. Das wollte ich, so. Das war so ein tödlicher Konter. Aber ich schon wieder verzettelt hier gerade mit den ganzen Fähigkeiten. Ich wollte ihn eigentlich eine Bombe hier vor die Füße schmeißen und das hier vorne schon. Irgendwie so gar nicht funktioniert. Ah, so ein paar Windglocken. Okay, auf jeden Fall auch wieder eine ganz schöne Menge Kram mitgenommen. So. Den vom Turm aus erschossen. Der hätte mich eigentlich auch sehen müssen. Verbesserung für die Clan-Rüstung haben wir jetzt auch noch. Ach, guck mal. Artefakte der Mongolen. Wieder was gefunden. Ja, wo könnten wir jetzt noch hin? Puff. Aufgelöst. Asamo-Klippen. Wie wär's denn, wenn ich von hier nach da reite? Erkunden wir da noch mal ein bisschen Gebiet.
gestartet. Ist mir gerade spontan anders überlegt. Ich wollte eigentlich rechts am Felsen hoch. Und dann war da aber gerade ein Bär. Vermute ich mal. Können natürlich auch Wildschweine gewesen sein. Ah, da sind ein paar Gegner, aber gerade kein Bedarf. So, und von hier aus geht's jetzt zu den Alt-Asamo-Klippen. Und von da aus dann auf die Vaku-Insel oder Vakus-Insel. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch irgendwas Interessantes unterwegs. Super. Noch mehr Ausrüstung, die ich verbessern könnte. Hier einmal runter. Oh, was habe ich denn da gesehen? Seid ihr so feige? Die hole ich mir. Waren seine letzten Worte. Was ist denn das hier überhaupt? Nicht auf der Karte markiert. Ah, Mann. Spritz, Spritz. Wie es da noch aus seinem Hals rauskleckert, Alter. So. Sind voll. Ich meine, was soll ich denn machen? Er steht mit dem Rücken zu mir. Hätte sich auch umdrehen können, der hatte die Zeit. Verbleibende Gegner herausfordern. Hey. Jawohl.
Oh, den fand ich gut. Die Kampfhaltung gewechselt auf die Speerkämpfer, damit ich mit diesem Tritt ihn habe ich ihn ja oben runter geholt. Das war nice, ey. Ich dachte gerade, mein Pferd humpelt, aber es. Nee, sieht gut aus. So, noch ein Mongolen-Artefakt gefunden. Jo. Danke, dass ihr uns rettet, mein Herr. Bringt ja. euch in Sicherheit. Selbstverständlich. Einen Tempel in Ariake. Ja, er schickt aber alle dahin. Ich weiß ja nicht, wenn die Mongolen das irgendwie mal spitz bekommen, dass alle Flüchtlinge beim Goldenen Tempel sind. Ein großer Angriff und da ist Schluss. Ach guck mal, ist doch noch ein Beutel Vorräte drin. Na und den ersten, den wollte ich eigentlich per Attentat von oben hier erledigen. Mein Plan wäre gewesen, hier rauf zu springen und dann von oben dann halt dem das Schwert dann zu verpassen. Hat aber irgendwie gar nicht geklappt. Liegt da noch was auf dem Dach? Nee. So, da liegt noch was. Mal ein Landungsboot angucken hier. Nee, sehr schön. Dann war es das hier. War ich in dem Zelt drin? Ich glaube ja, ne? Ja. So, einmal hier hoch. Ja, und das kleine Stück, das laufe ich zu Fuß hier hoch. Ah, die Insel mit dem Baum da hinten, da könnte aber auch was sein, ne? So wie das aussieht. Na komm. Da gibt's wohl irgendwie kaum noch was. Oh Mann, ich wollte ihn von seinem Pferd runterprügeln. Wie, der zieht einfach durch. Okay, der berittene Bogenschütze ist anscheinend abgestiegen. Okay, von meinem Pferd ein Sprungangriff auf sein Pferd scheint wohl nicht zu funktionieren. Was ist denn da unten? Okay.
Wieder so ein Hirsch am Wasser. Jo, da noch hoch. Da links sind schon wieder welche. Und dann noch an den unbekannten Ort, der da unten in dem Zipfel war, dieses Fragezeichen. So, und zwar hier unten. Auf die Vako-Insel, oder wie das heißt. So, Lager der Überlebenden. Aber... ich würde mit beim Feinsteller zwar was kaufen können, aber spare ich mir lieber noch auf. Ja, und der Piepmatz scheint uns da auch drüber lotsen zu wollen. Ah, wieder so eine Säule der Ehre. Okay. Dämmerungs-Oni. Dem Einbruch der Nacht folgt der Tod. Ansehen. So, das haben wir ja jetzt. Boah. Könnte man sich mal mitnehmen auf jeden Fall. So, 4 Verbesserungen für einen Rüstungsschmied. 3 für einen Fallensteller. Ich würde mich zur Holzfällerbasis hier einmal per Schnellreise bewegen und dann gehen wir hier in Süden, grasen da alles ab. Ach so, hier den Bannerträger können wir auch noch irgendwie... ja, dann, wie gesagt, gehen wir hier hin, über das Fragezeichen, zur Nebenquest, die Berührung eines Heilers und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao!